Kapitalismus zwischen Geiz und Gier. Es wird oft gesagt, dass die Gier das treibende Element des Kapitalismus ist, und umso mehr ich die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus von Max Weber lese, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass das falsch ist. Die Gier ist einfach etwas, was im Menschen angelegt ist. Der Mensch möchte nicht 2 Kuchen am Tag essen, sondern am liebsten 20. Was den Kapitalismus eigentlich ausmacht, ist der Geiz, der den Menschen dazu überredet, nur 1 Stück Kuchen am Tag zu essen, weil er sich dann in 10 Jahren eine Kuchenfabrik bauen kann. Und so ist quasi der Kapitalismus deswegen so gut für den Menschen geeignet, weil der Mensch von Natur aus gierig ist und weil der Kapitalismus ihn zügelt und dafür sorgt, dass er seine Gier in vernünftiger Weise ausleben kann und dass seine Gier zu vernünftigen Ergebnissen führt, wie zum Beispiel einer neuen Kuchenfabrik. Während wenn der Mensch nur der Gier unterlegen, wenn der Mensch nur die Gier hat, dann könnte er auch auf die Idee kommen, einfach zu seinen Nachbarn zu gehen und die auszuplündern. Und er zieht von Haus zu Haus und plündert alle Leute aus. Aber wenn der Mensch im Kapitalismus zur Gier noch den Geiz dazu bekommt, dann bekommt er Zügel und kann sich zügeln und kann seine Bedürfnisse sozusagen positiv umsetzen und die Kuchenfabrik bauen. Und das ist das, was den Kapitalismus eigentlich ausmacht. Die Gier im Menschen kann man auch nicht abschaffen, wenn man den Kapitalismus abschafft. Die Gier ist quasi der Bewegungsdrang des Pferdes, und dass man dem Pferd Zügel gibt, das ist quasi der Kapitalismus. Dadurch kann das Pferd dahin rennen, wo der Reiter es hinhaben möchte, und dann kann man dafür sorgen, dass das Pferd sinnvoll seine Energie verwendet und nicht einfach nur wild umherrennt, ohne irgendetwas dabei an Mehrwert zu schaffen.